Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Evoland Blind German von mir, Nenyoshi Tendo. Wir haben hier beim letzten Mal aufgehört bei der... Oh. Auch gut. Ha. Ich habe gerade irgendeinen Glitch verursacht. Jetzt ist er weg. Aber okay. Wir haben auf jeden Fall im letzten Part aufgehört gehabt bei irgendeiner Stadt, die ich mir gerade nicht genauer anschaue. Wo ich eigentlich gerade genauer drauf eingehen wollte, aber ich habe gerade schon ein Ah, sorry, war gerade beim Mund. War besser als eine Kehle. So. Also ich hatte gerade einen kleinen Glitch gehabt, und zwar ich konnte gerade nur nach unten laufen. Das war auf jeden Fall sehr interessant gewesen. Okay, jetzt nochmal. Also, wir waren hier in Aogai gewesen. Den Typ hatten wir genau, bla 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 bla. Genau, hatten wir schon mal vorgelesen. Oh, ich habe die doch schon mal vorgelesen gehabt. So, dankeschön. So. Ja, wir müssen uns jetzt hier umschauen in die Stadt. Wird geladen. Fragen wir mal hier. Ich habe in letzter Zeit beunruhigte Gerüchte gehört. Man sagt, dass selbst der heilige Hain im Süden des Verderbnis anheimgefallen ist. Das war solch ein wunderschöner, ruhiger Ort. Wenn das stimmt, fürchte ich, es gibt keine Hoffnung mehr. Okay. Das ist natürlich nicht schön. Kann man hier in die Häuser rein? Kann ich hier rein? Nö. Doch, kann ich. Das ist auch logisch. Naja, egal. Gut. Wird geladen. Ich hab's. Oh, hier ist, oh, doch gefällt mir schon mal. So, was haben wir hier so? Freigeschaltet, unruhiges Kind. Es rennt den ganzen Tag herum. Na, was? Hallo. Ich hab ein. Hallo. Hux. Ja, jetzt hast du. Okay. Dann nehme ich dazu hin. Freigeschaltet, Kartenspieler. Seid ihr spielbereit? Ah, guck mal, Kartenspieler. Warum ist nur so besessen davon, Sachen in die Luft zu jagen? Wenn ihr auf eine nette Partie Doppelzwilling aus seid, seid ihr bei mir gut richtig. Ja, komm, mal mit. Wählt den Stapel, gegen den ihr spielen wollt. Wenn ihr gewinnt, gibt es weitere Spiele. Regeln. Jeder Spieler beginnt mit 5 Karten, die willkürlich aus seinem Stapel gezogen werden. Die Spieler platzieren Reihe um Karten aus dem Brett, bis es voll ist. Ihr könnt Karten des Gegners aufnehmen, wenn ihr eine Karte mit höherem Wert entsprechend daneben platziert. Der Spieler mit den meisten Karten für seine Farbe gewinnt das Spiel. Na, ich glaube, wir machen mal hier, oh. Ich will hier spielen. Ich wollte eine Bombe. Warte mal, wollen wir auch nochmal gleich durchlesen, Leute. Ich will jetzt eigentlich spielen, so. Ja, komm, wir spielen mal mit. Und zwar einfach. Okay. Das ist, glaube ich, dieses eine Spiel, was ihr da kennt. Nee, warum sind denn da mehr? Ich habe keine Ahnung. Okay, ich fange mal an. Ja. Ah, okay, und dann hat der mich angegriffen. Ah, und dann wird es seins. Okay, das heißt, am besten jetzt irgendwas Kleines links. Oder weil ich oben platziere. Aber das ist eine 7. Da bin ich, okay, taktisch denken. Ha. Die möchte ich dann so platzieren, genau. So, und die gehört dann mir. Genau. Nehmt das. Okay, ich glaube, ich habe einen schlechten Start gemacht. Ich glaube, da kann nichts mehr werden, aber wir schauen mal. So, 5, 5, 7. Oder oben erstmal. Da wollte man eine kleine Zahl, so eine kleine Zahl. Da machen wir erstmal hier unten die Spinnen. Zack, zack, zack. Gehört mir. Okay. Schaut hinter euch. Ja, der hat ja gar nichts gemacht. Das wird jetzt hier am besten. Da kann ich nicht die 4 platzieren. So, gehört dann mir. Schaut euch diese Karte an. Oh, der kann mich besiegen. Okay. Aber ich kann jetzt hier die Karte hier drauf tun. Und dann habe ich doch gewonnen. Oder? Ja, you win! Yay! Oh, ist eigentlich ganz lustig gemacht, der Kartenspiel. Nächstes Mal gewinne ich. Freigeschaltet, Kartenspieler. Ihr habt eine Runde Doppelzwilling gewonnen. Okay. Freigeschaltet, Errungenschaft, freigeschaltet, Cardplayer. Okay, jetzt nochmal hier den Bombentypen ansprechen. Was hast du gesagt? Na, Rede. Ihr wollt eine Bombe? Ich gehöre schon ewig nicht mehr zu dem Machia-Armee und habe keins von diesen Dingen aufbewahrt. Ich sollte mit unserer Krankenschwester nördlich von ihr reden. Okay. Sie kennt jeden Klatsch über Aogai und seine Bewohner. Okay. Merken wir uns. Was haben wir hier? Freigeschaltet. Teurer Händler. Es gibt auch immer Leute, die von einer Krise profitieren. Das stimmt wohl. So, was haben wir denn hier zu kaufen? Seltener DVD. Ach, schneller DVD-Player. Da sind bestimmt die Ladezeiten schneller. Ich glaube, wir nehmen mal hier so eine Silberrüstung. Das sieht doch ganz verlockend an.
Ihr habt den Gegenstand Silberrüstung gekauft. Eure Verteidigung ist erhöht. Yay. Kann ich irgendwas verkaufen? Trank. Na. Will ich noch einen Trank kaufen? Das ist aber teuer. Okay. Ja gut, alles andere. Was ist das denn hier? Was ist denn so für... Machen wir mal eine. Ihr habt den Gegenstand wurde eurem Inventar hinzugefügt. Was macht die? Nee. Wie kann ich denn noch mein Inventar aufrufen? Ah. Also auf jeden Fall nicht das Inventar, was ich wollte. Mit der Maus kann man ja nichts. Ach doch, kann man auch. Okay, Kupfer, Phönix, okay. Werden wir sehen. Schauen wir einfach mal. Könnte man eigentlich noch da unten in die Häuser rein? Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ah, egal. So, hier. Ihr seid auf Bombenmaus? Dann redet mal mit der verrückten Alten, die dort beim Brunnen wohnt. Sie lagert alles mögliche in ihren Keller. Nur gut, dass man mir diese Salbe für schwere Verbrennung gegeben hat. Okay, dann gehe ich nochmal zurück. Da unten war ja ein Brunnen, aber da war ja keine Alte. Das heißt, dieser Ladebaldschirm ist extra gemacht. Bist du... Kann ich mit dir reden? Ah, kann, warte, stopp. Nochmal. Stopp. Und jetzt. Oh, dieses Kind, ne? Und jetzt. Geht doch. Herumzurennen ist wirklich anstrengend. Ich würde lieber mit Feuerwerk spielen. Okay. Kann ich hier rein? Ne, kann ich nicht. Kann ich da in das Haus rein? Ne, komme ich nicht rein. Okay. Gut, verstanden. Komme ich da halt nicht rein. Gut, dann gehen wir mal weiter. Vielleicht ist das ja der richtige Weg. Machen wir einfach mal. Da brauchen wir irgendwie so ein Fürstbrot oder irgendwie sowas. Oh. Wir haben Packung, Zomba. Ey! Hallo! Wieso können die ihn angreifen, während ich überlege? Ach Gott, ich habe Käse. Ich habe Mist gebaut. Laufen. Das kann ich gar nicht überleben. Und tot. Game over, drückt die Taste. Yay. Ich habe meine Heilerin nicht mehr. Nee, warte mal. Kann ich noch meine Silberrüstung? Ja, die habe ich noch. Okay, Stufe 6. Irgendwas habe ich hier vergessen. Mir nochmal überlegen. Also da komme ich auf jeden Fall noch nicht weiter, ohne dass ich sie mit habe. Können wir da nicht viel machen. Also irgendwo nördlich gibt es hier eine Bombenverkäuferin. Dann gehe ich nochmal hier zurück. Und nochmal da hoch. Da ist ja auch ein Brunnen abgebildet auf der Karte. Also hier in dem Pixel. Okay. Ist hier einer? Ist hier einer? Ah, guckt euch das mal an. Was haben wir hier so schönes? Ich glaube, wir fangen erstmal mit der Truhe. Freigeschaltet hat die Hintergründe. Wow, einfach nur wow. Ja, das ist doch schon mal schöner. Bedauere, ich kann euch nicht bedienen. Ich weiß nichts über Bomben. Und warum solltet ihr eine Bombe brauchen? Wir haben ohnehin schon genug Jäger. Da kannst du recht haben. Bist du eine alte Oma? Bomben, sagt ihr? Ja, ich habe meinen Keller, habe ich welche. Sie sind auch schon seit dem Krieg dort, aber ich bin fast sicher, dass sie noch funktionieren. Ihr bekommt sie aber nur, wenn ihr etwas für mich tut. Okay. Wisst ihr, ein Drache greift das Land hier an und hinterlässt nichts als verkohlte Erde. Wir müssen dieser mächtigen Bestie den Chaos machen. Hilfsoffizier Whalen hatte diese Woche Patrouillendienst. Er wird euch mehr sagen können. Ihr findet ihn am Dorfeingang. Okay, vielen Dank. Zahn war die Hintergründe. Das ist doch schon mal schön. Oh, ist nicht mal so verpixelt. Ha, wunderschön. Okay, erwartet am Dorfeingang auf euch. Ah, jetzt seht ihr, wo hier noch alles gerade verpixelt wart. Ja, sieht hier schon viel besser aus. Erwartet am Dorfeingang auf euch, also hier? Oder war das der Typ da links? Erwartet am Dorfeingang, ist das der Typ hier? Der Drache? Tja, einen eigentlichen Drachen hat wohl niemand gesehen. Aber ist da Spuren im Boden. Groß, runde Krater, verkohlte Erde. Ich musste den Kleinen sogar ins Dorf zurückschicken. Immer sehe ich ihn bei den Kratern spielen. Wirklich? Kinder so einfach in der Nähe eins zahlen zu lassen. Ihr solltet mit seiner Mutter reden. Sie wohnt im Haus neben Sitz. Wieso Hashtag Sitz? Auch gut. War er das jetzt oder war es nicht? Auf jeden Fall soll ich jetzt wieder mit irgendeiner Mutter reden? Da ist ja die Mutter. Vielleicht sagt die mir was. Na, komm mal her. Okay, komm mal her. Seid ihr nicht alt genug, um zu wissen, dass es keine Drachen gibt? Das vermaledeite Kind muss die Bomben aus dem Keller der alten Dame gestohlen haben. Mir kam dieser Feuerwerkskörper wahrscheinlich etwas groß und schwer vor. Bittet ihn, euch die Bomben zu geben. Ah, hoffen wir, dass sie bei euch sicher aufgehoben ist. Okay, das ist jetzt also der Kind beim Brunnen. Hast du noch was zu sagen? Komm schon, Steuerung. So. Reva haben wir gar nicht. Lass Köpfchen gerade spielen. Ne, haben wir schon. Okay.
Heißt, wir gehen jetzt zurück. Und reden mit dem kleinen Kind. Okay. Das ist schon ja alles. Ja, immer mit sehr viel reden auf jeden Fall. So ist es halt in solchen Spielen. Ich hätte mir mal gedacht, warum nicht? Ist auch ganz lustig eigentlich, das Spiel. Okay, du hast also Bomben. Und ansprechen. Meine Mutter weiß von den Bomben. Das gibt Ärger. Also Spaß war es wahrscheinlich wert. Kann ich wenigstens eine behalten? Klar, sondern es nur eine gibt. Habe ich also eine bekommen. Ah, okay. Nico. Ich habe ein paar mächtige Zauber gelernt. Habt ihr die Bomben? Freigeschaltete Bomben. Mit Vorsicht zu handhaben. Ausgezeichnet. Dann auf nach Süden zum Heiligen Hain. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Okay. Damit ist auch sie wieder an unserer Begleitstelle, ne? Ja, perfekt. Okay. Rein theoretisch könnten wir jetzt noch zum letzten Tempel nochmal zurückgehen. Da waren ja auch nochmal so richtige Stellen gewesen. Aber ich denke mal, da werden nur so Karten drin sein für Doppelzwilling. Oder irgendwas anderes. Aber das machen wir jetzt nicht, sondern wir machen mal weiter hier mit der Story. Okay. Jetzt habe ich auch wieder eine Heilerin. Das geht jetzt auch viel besser. Angreifen den Großen da. Zack. Okay. Wow. Angreifen den. Ah, der hat auch daneben. Perfekt. Den Großen. Zack. Aber ich brauche jetzt so Schwert. Magie brauchen wir noch nicht. Mach mal den Kleinen da. Perfekt. Ach, die kann auch neue Zauber. Ich bin doch doof. Die kann auch neue Zauber. Dann muss ich mal schauen, gleich in die Zauberliste. Magie. X-Kristall. Was ist das? Macht Schaden. Angreifen den da. Zack. Und tot ist er. 300 Glees und 13 EP. Ach, ich hasse ja Oberwelten, wo jetzt die ganze Zeit diese Monster kommen. Na, ich warte schon. Na, da wird sie doch schon wieder. Okay. Ja, ja, komm. Ja, ist gut. Den da. Angreifen. Perfekt. Das sind aber auch viele Gegner hier. 4 Stück gleich. Angriff. Nee, nicht Angriff. Magie. X-Kristall. Es gibt ja irgendwie lustigerweise noch keine Mana-Punkte. Von daher kann man es noch benutzen, so oft wie man will. Also von daher ist es nicht so schlimm. Soll der mal weg? Na, schade, hat nicht gereicht. Magie. X-Kristall auf. Geht das? Ist ja Boden. Ah, nee. Ich hatte die Pflanze. Okay. War perfekt. Dann den nochmal angreifen. Zack. Magie. X-Kristall. Machen wir einfach mal auf den, ob das geht. Okay, geht auch. Dann ist der auch schon mal besiegt und Angriff. Und besiegt. Okay, diese Pflanzen hier wären noch nervig, dass sie jetzt schon kommen. Und schon wieder ein Kampf. Okay, wir müssen uns heilen lassen. Oh ja, auf jeden Fall heilen lassen. Angriff, den Großen da. Zack. Ja, daneben wäre es gut. Heilen. Bitte. Oh, nur 21, das ist ja nix. Angriff. Kann ich euch schon wieder heilen. Nochmal heilen, da geht's so nicht. Angriff auf den da wieder, auf den Archun. So, jetzt können wir hier nochmal Magie. X-Kristall auf den da. Gut, zieht 36 ab, das ist gut. Angriff den da. Der lebt immer noch. Und Angriff den da. Dann soll auch schon Geschichte sein. Wunderschön. Nico hat Schuhe 7 erreicht. Sein Wert für Leben wurde erhöht. Das ist schön. Wir jetzt mal wieder schauen hier. Jetzt mal die ganzen Kämpfe hier. Naja, wir müssen ja auch ein bisschen leveln. So. Oh, da war was daneben. Wunderbar. Mal auf den Angriff. Magie. X-Kristall auf den da. Perfekt. Und nochmal Angriff auf den. Dann sollte vielleicht schon weg sein. Perfekt. Angriff, Angriff. Ah, lebt immer noch. Und Angriff. Geht doch. Auch wieder gewonnen. Und Karrieresatzstufe. Oh, das ist eine Brücke. Muss ich wieder zurücklatschen. Oh. Einmal zwei Piranha-Pflanzen als Packung-Name verkleidet. Natürlich. Wie heißt Packung? Ja, kennt es nicht, die Packung. Oh, oh, ich brauche Magie. Magie heilen. Okay. Das haben wir auch wieder. Angriff. Zack. Okay, er ist gleich nochmal dran. Sie wird nochmal gerne heilen. Ja, auf jeden Fall heilen. Heilen, auf jeden Fall.
Die Musik ist ja auch ganz cool, muss man sagen. So, hier, zack. Okay, das heißt noch einmal hier, du machst nochmal Magie heilen. Und Angriff, Angriff. Wunderschön. So, jetzt können wir hier rüber. Und da ist eine Höhle. Ja, natürlich vorher wieder ein Gegner. Okay, aber nur diese Dartschuhen. Okay, Angriff, zack. Heilen brauchst du jetzt eigentlich. Nein, stopp, Magie, X-Kristall. Solange es keine Mana-Punkte gibt, ist das gut, aber ich denke mal, es kommt noch welche dazu. Also kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das ganze Spiel ohne Mana-Punkte leben wird. Okay, haben wir auch gewonnen. Und rein in die Höhle. Okay, eine neue Höhle. Die Ruinen von Sarugnak. Aber Leute, die werden wir jetzt im nächsten Part weiter betreten, weiter hineingehen. Denn Leute, das war schon wieder von diesem Part von Let's Play Evolent Blind German von mir, Ninjashi Tendo. Bis dahin, sei Ciao, euer Ninjashi Tendo.